Willkommen, Naturmenschen, tummelt euch mal auf hiesigem Geobotanik-Kanal. Ihr könnt von mir lernen und Großes vernehmen zu Pflanzen im Kontext von Ökosystemen. Im größten Teil Österreichs und in Deutschland sagt man gemeinhin Alm, in Vorarlberg und der Schweiz Alp. Es handelt sich um eine Bergweide, die nur saisonal, im Wesentlichen im Sommer, bestoßen ist, mitsamt Ställen, Wohnungen und Verarbeitungseinrichtungen. Hier soll es nun um die Alp als Ökosystem gehen. Darüber habe ich einen Artikel in der ZALP, der Zeitschrift der Alpleute, veröffentlicht. Auch in meinem Buch Naturschutz auf dem Teller behandle ich das Thema. Ich habe auf einer Kuhalp in der Zentralschweiz eine Artenliste erstellt und nehme auch andere Alpen als Grundlage meiner Betrachtungen. Dass die Nutztiere und die Menschen Teil des Ökosystems sind, sollte klar sein. Ja, auch Menschen gehören zu Ökosystemen und sind nicht immer nur Störenfriede. In diesem Fall sind sie sogar sehr wichtig, da es sich um anthropogene, also menschengemachte Ökosysteme handelt. Wer im Frühjahr oder im Sommer auf die Alp geht, ist oft begeistert von der bunten Blütenvielfalt. Dass diese auf dem Fleiß von Weidetieren und Hirten beruht, wird dabei allzu oft übersehen. Einen großen Teil der Alpweiden machen Magerweiden aus, also nährstoffarme Standorte. Und die sind bekanntlich artenreicher als Fettwiesen. Arnika ist ein Magerkeitszeiger saurer Böden. Die vorherrschende Pflanzenfamilie ist diejenige, die seit 30 Millionen Jahren eine Koevolution mit den Wiederkäuern hat. Die Gräser. Sie haben nicht die spektakulärsten Blüten und sind für botanisch weniger versierte Menschen meist nicht so interessant. Aber für die Ernährung der Tiere sind sie von allergrößter Wichtigkeit. Anders als etwa bei Soja sind Wiederkäuer bei Gras optimale Futterverwerter. Auch wilde Wiederkäuer wie Gämsen, Steinböcke, Rehe und Rothirsche lassen es sich auf Alpweiden schmecken. Bevorzugt auf denjenigen Weiden, wo gerade keine Nutztiere sind. An manchen Stellen gibt es große Mengen an Murmeltieren, die im Weideland ihre Bauer haben und so von der Alpwirtschaft profitieren. Spektakulärer als die Gräser sind zweifellos die Orchideen. Oft kann man auf Magerweiden eine reiche Artenvielfalt an Orchideen finden. Zu dieser Familie habe ich schon ein eigenes Video, deshalb behandle ich sie jetzt nicht näher. Hier sehen wir das Kohlröschen, das nach Vanille duftet. Die Zypressenwolfsmilch ist wie alle Arten der Gattung giftig, und zwar auch für die Weidetiere. In kleinen Mengen fressen sie manchmal, aber nicht genug, um sie zurückzudrängen. So isst sie stellenweise häufig. Dank dieser Pflanze findet sich hier auch ein Pilz, der Apsengitterrost, ein Schmarotzer, dessen Zwischenwirt die Zypressenwolfsmilch ist. Er bewirkt ein anomales Wachstum. Die Pflanze wächst mehr in die Höhe und kommt nicht zur Blüte. Die Blätter sind verkürzt. Die Raupe des Wolfsmilchschwärmers ernährt sich von dieser Wolfsmilch und erfreut sich also an ihrem Vorkommen auf Alpweiden. Bienen sind ein wichtiger Teil der Zoozoonosen auf der Alp, und das sind nicht in erster Linie Honigbienen, sondern Wildbienen. Hummeln verschiedener Arten findet man oft. Da sie an einer breiten Palette von Blüten saugen, können sie in größerer Individuendichte auftreten als Solitärbienen, die nur an wenigen Pflanzenarten Nektar und Pollen sammeln. Für die Bestäubung vieler Pflanzen, allerdings nicht der Gräser, sind verschiedene Insekten sehr wichtig, darunter auch Schmetterlinge. Mit dem Kauf von Alpprodukten tragen wir also auch zum Wohlbefinden der Schmetterlinge bei. An nährstoffreichen Standorten, insbesondere um die Stallungen, gibt es Arten wie den guten Heinrich und die große Brennnessel. Beide lassen sich als Gemüse nutzen. Die große Brennnessel ist eine wichtige Raupenfutterpflanze. Besonders Raupen des Nesselfalters findet man häufig auf Brennnesseln auf der Alp. Auf Lägern kann man den Alpenampfer und die Lägerrispe finden,
hier ersterer von Blattkäfern stark zerfressen. Halbschmarotzer, die die Wurzelsysteme anderer Pflanzen nutzen, um an Wasser zu kommen, können den Ertrag einer Alpweide empfindlich beeinträchtigen. Dies gilt für verschiedene Arten des Klappertopfs. Vollschmarotzer, wie die Sommerwurzarten, sind dagegen so wirtsspezifisch, dass sie in Ackerkulturen aus einer einzigen Art mehr Schaden anrichten können als in Ökosystemen mit einer Vielfalt an Arten. Gehölze, wie hier Grünerlen, kommen auf der Alp vor. Wenn sie überhand nehmen, vermindern sie den Weidewert für Kühe und Schafe. Ziegen fressen an ihnen und können sie ein Stück weit zurückdrängen. Sie dienen damit der Weidepflege. Bäume sind oft wichtig als Schattenspender für die Weidetiere. Im Spätsommer sind vielerorts auf der Weide auch Pilze zu finden. Oft, so wie hier auf der Alp, Parasolpilze. Verschiedene Vögel suchen auf den Weiden nach Insekten oder Mäusen, sind dadurch Teil der Biozönose. Man könnte noch vieles sagen, aber ich kann nicht alles in ein einziges Video packen. Genießt nächstes Mal in den Bergen das Ökosystem Alp und denkt an die Weidetiere und die fleißigen Menschen, denen ihr diesen Artenreichtum verdankt.